Das sieht ja alles ruhig aus in der Hut. Du bist meine Lieblingsmaus. Ich hab genau was recht. Nach Futter. Hey, bist du ein Jahr und auf dem Grundstück, du Vogel? Die Sims 4 Hunde und Katzen, die Crazy Cat Lady Challenge. Viel Spaß. Peng, peng, da sind wir wieder. Willkommen zurück in The Hood, Newcrest. Das sollten wir The Hood nennen. Kann man das umbenennen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich durch den Nachbarn, der einziehen wird, neben unserer Crazy Cat Lady, einiges auf dem Gebiet Crazy Cat Lady ändern wird. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe garantiert auch nichts vorbereitet. Wir gestalten jetzt den Nachbarn von unserer Crazy Cat Lady. Perfekt. Das wäre jedenfalls so eine Crazy Cat Boy Lady. Catboy Lady? Keine Ahnung. What the fuck? Ich drücke da jetzt ein paar Mal auf Random und wir gucken, was das wird. Nein, das sehe ich nicht. Nein. Nee, den können wir machen, wenn es Hühnchen gibt. Aber den können wir von ohne Flügel quasi so nehmen. Voll schön. Ich heiße Jürgen und ich bin eine Fee. Der ist auf jeden Fall mit Bagel BFF ja. Auf dem Level. Ich glaube, die gucken sich einfach nur an und er sagt, ich bin Jürgen. Der heißt auch Jürgen. So, ich bin Bagel. Jürgen und sein Nachname ist sein Name. Jürgen sein Name, sein Name. Okay. Wie nennen wir den denn? Wie ist denn dein Name? Richtig. Nein, nein, dein Name. Ja? Also müsste es dein Name sein, wenn dann. Jürgen, dein Name. Ja, das ist aber, das ist... Wie wär's dann mit... Jürgen Wie. Wie ist dein Name? Richtig. Jürgen Wie. Jürgen Wie finde ich lustig. Wie finde ich gut. Wie ist dein Name? Ja, korrekt. Wie? Genau. Nee, Wie. Ja? Yeah. Ja, Wie. Wie? Ja, Wie. Wird auch Wie geschrieben. Wie ist dein Name? Gut, nehmen wir den. Lenko. Haben wir natürlich keine direkte Verbindung zu irgendwelchen Hündchen. Aber auf jeden Fall schon die mentale Verbindung ja. Zu Bagel. Das stimmt, das ist auf so, jeden Fall. Er ist ein Hundeliebhaber. Ja, er, also Tierfreund und er ich nicht. Ja, Hundefreund. Ja, das kann ich mir gut bei dir vorstellen. Gleichzeitig ist er, ich wette, mega der Vielfraß. Meinst du? Ja, das könnte ich mir vorstellen. So, für die Hunde fällt dann ordentlich was. Ich glaube eher, dass Jürgen auf der Couch sitzt mit seinen Hunden zusammen. Er isst Chips und gibt immer mal so ein Leckerli. Genau, drüber. Das meine ich. Das glaube ich, das ist so sein Part. Jürgen ist mein Spirit Animal. Können ihn auch faul machen, aber das stimmt nicht. Du bist nicht faul. Nee, das würde nicht passen. Nee, ich bin dumm. Kannst du ihn dumm machen? Pass mal, machen wir mich? Was? Nein, alles okay. Gut. Dich gibt's schon im Let's Play. Bücherwurm eher weniger. Kunstliebhaber, Perfektionist, Hitzkopf, düster, aktiv. Ich glaube, er ist selbstsicher. Ja, so ein Typ, der viele Hunde hat und ein Rudel für viele, viele Hunde leiten muss. Die Frage ist: Muss selbstsicher sein. Leitet er das? Also keine Ahnung, ich wette, er hatte schon mal Besuch von Caesar, deswegen weiß er, wie das geht. Das also, sonst hätte er das nicht überlebt, glaube ich. Hundertprozentig. Also wir gucken immer der Hundeflüsterer, Samstagmorgens, Sonntagmorgens, die ganze Zeit. Und wir sind deswegen bestens im Bilde und kriegen immer... Nee, nochmal. Siehst du, das funktioniert perfekt. Wir sind deswegen immer am Cringen, wenn andere Leute mit ihren Hunden nicht klarkommen. Ich bin eine Katze, bei mir klappt das nicht. Leg dir Mortadella aufs Gesicht. No. Also das ist schon so ein richtiger Holzfäller-Dude. Das ist halt der richtige Holzfäller. Ja, das ist schon ein richtiger Holzfäller-Dude. Gib doch die Fresse! Den machen wir jetzt noch. Direkt auf die Fräse. Habe ich das eigentlich? Du kannst ihm ja die Flügel zurück auf den Rücken geben. Also als Tattoo. Was? Das ist Holzfäller, Haarlike. Gib ihm die Flügel zurück auf den Rücken. Das geht nicht, dann sind die Haare weg. Oh.
Die Haare. What? Doch nur drauf tätowieren. Oh. Die gibt's vom Basisspiel halt nicht. Und deswegen muss ich da ein bisschen tricksen. Ja, ja, ja. So ist das halt. Guck nicht hin, der ist nackig. So, haben wir irgendwie einen. Ich sag dir gleich Bescheid, wenn er was anhat. Skin, den man. Wo war das denn hier für Männer? Da. Ja, das ist doch. Das ist ein netter Dude. Du kannst ihn eigentlich gleich so lassen mit den Stiefeln. Finde ich gut. Der rennt auf jeden Fall teilweise so rum. Aber du kannst ihm. Ja. Ja? Ja. 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 Hast du einen zerzausteren Bart? Also, wir können doch so diesen Klassiker-Bart machen. Nee, das ist. Nee. Also, so einen wuscheligeren Bart. Weißt du, weil der war ja jetzt sehr gepflegt. Nee, das ist Maximum. Na gut, dann nehmen wir den. Wir müssen bei dem Bart bleiben. Und ich oder wir nehmen den Bart runter. Ich würde sowieso beim Gesicht aber noch ein bisschen auf Random klicken, um zu gucken, was da rumkommt. Der ist ganz schön müde. Sieht so asiatisch aus. Ja. Nimm mal den Bart runter. Mon amour. Oh nein, das mag ich nicht. Es ist halt so, ja, okay, Jürgen. Ich würde gerne ein kleines Klischee darstellen. Oder dazu muss der Jürgen halt auch aussehen wie jemand, das Erste, was dir im Bild kommt, wenn du sagst, Jürgen, der Holzfäller, ja? Dann muss das schon ein bisschen, das ist keine Holzfäller-Nase, Kind. Nee. Nein, das wird nicht schön. Dann ne? nehmen wir nicht Jürgen. Dann nehmen wir nicht Jürgen, sondern wir nehmen, wir nehmen irgendeinen isländischen Namen oder skandinavischen Namen. Olaf. Sven. Ole. Aber guck mal. Ist schon besser. Wir können irgendwie Ragnar nehmen. Ragnar. Der heißt jetzt Jürgen. Ragnar. Der heißt jetzt Jürgen. Der heißt noch gar nicht. Der heißt Jürgen. Erstmal steht da nur Jürgen wie. Ja, wie denn Jürgen? Nee, wie Jürgen. Ja, Jürgen wie. Wie ist der Name? Wie Jürgen. Nee, ich bin nicht Jürgen. Ihr Name, wie ist der? Nein, er ist wie. Nein, wie ist ihr Name? Jürgen wie. Nein, wie ist ihr... Welchen Namen tragen Sie? Jürgen wie. Ich schicke sie jetzt zu meinem Chef. Und dann können sie dem alles erzählen. Das ist schon... Also der würde auf Pinterest viele Pins bekommen. Aber so wie nicht aussieht. Mit Jürgen. Oh. Ladies... Ich halte gerade schon dem Hund die Augen zu. Er müsste noch so knallblaue Augen kriegen. Ja, Klischee. Erstellt. Oh. Fertig. Okay, geht's wieder? Wir ziehen ihm jetzt erstmal was an. Sehr gern. Am besten erstmal irgendwie wir gucken provisorisch mal was. Bei den Hunde- und Katzenklamotten. Geht gleich los. Ja, ist halt Hipster. Nee, das ist halt, das ist so wie es ist. Guck mal, hier wird auch etwas. Ja, auf damit. Jo, wo waren wir stehen geblieben? Guck mal, der kann bei Starbucks arbeiten. Hä? Das ist doch der Typ, der bei Starbucks arbeitet. Scheiße, stimmt. Ja, das ist Hipster. Oh. Hochgekrempelt. Hat er dann wie das andere Schuhe? Also ich würd ihm halt jetzt Sandalen anziehen. Okay, dann geht das. Ne? Ja. Na? Ja. Damit halt Haare noch rausgucken. Oben, da und unten. Okay. Ach du Schreck. Gucken wir mal bei vorgefertigten Looks, was denn ein Abendoutfit wäre. Sowas trägt er nicht abends. Mhm. Also dann Hipstyle. So, richtig. Mit Style und allem drum und dran. Seine Sport... Das sind die perfekten Sportklamottenspiel! Schön. Das ist perfekt Hipster. Die Brille irritiert mich ein bisschen, aber ist in Ordnung. Oh. Oh, das sind seine Schlafklamotten. Und jetzt seine Ausgehklamotten. Wieder ist jetzt nackig? Im Schlaf? Ja, im Schlaf ist Schlafanzugklamotten okay. Sind so mehr weniger. Ja, das ist, wenn er ausgeht. Das ist super. Und dazu eine klassische Jeans. Gott sei Dank. Das sehe ich. Und wenn er baden geht. Leopardenschlüpper. Oh Gott. Ladies. Du musst das nicht sehen. Keine Angst. Ladies. I've got you. Ladies. Oh yeah. Ja, voll das Klischee gestaltet. Das ist sehr gut. Jürgen, wie sieht er aus? Richtig gut. Jürgen, wie sieht er aus?
Nein, nein, in dem Fall, wie sieht er aus? Nein, Jürgen, wie? Nee, nee. Sieht er aus? Nein, nein, wie sieht er aus? Okay, weiter geht's.